Ach, ich sag mal wieder, was soll man sonst tun? Das ist auch ein Film. Ja. Gibt es bei dir was Neues, Heiko? Nö. Als letztes habe ich mich damit beschäftigt, dass sich ärgern nichts bringt. Erkläre ich dir seit fast 20 Jahren. Weißt du, was mich fasziniert ist, wenn ich so langsam dahinter komme, was eigentlich mein Job ist, also wie es wirklich funktioniert. Dass ich einen Heiko zugucke, wenn er sich ärgert, ihn in Ruhe lasse, er darf sich ärgern. Und ich muss einfach nur herausfinden, dass sich Ärgern nichts bringt. Abstellen kann ich das nicht. Das ist, um mehr geht's nicht, Heiko. Genau das ist es, um mehr geht es nicht. Der Ja. Doppelschritt. Pass auf, die einfachsten Sätze. Du warst, ich sage jetzt wieder, ich wiederhole es tausendmal und jetzt zu Leuten wie die Donis, der ja seit 20 Jahren schon was dabei sind. Richtig massiv. Und vor allem auch jetzt das Alter haben, weil die in der Rente sind. Die wissen ja das vorher. Ich weiß nur, wie die Helene noch auf der Arbeit war die letzten 3 Jahre. Ich sag mal, Schulrektorin, die bringst du jetzt auch noch rum, dann ist eh alles ganz anders. Verstehst du? Und da musst du in die Ruhe und nach 20 Jahren kommt irgendwann einmal bei den Hardcore-Leuten jetzt. Und du weißt, ich sage einen Gedanken, den man denkt, dass er Diane oder Rede oder Udo mehr verstanden haben könnte wie du. Wenn du anfängst zu verstehen, wachsen da ein paar aus dir raus, weil das die ersten Spiele sind. Und was der Doppelschritt sagt, ist, dieses, wie oft hast du schon gehört, die Geschichte mit dem Arschloch. Und ich sage immer noch dazu, du wirst merken, vom ersten Mal hören, was du 15 bis 20 Jahre brauchst, bis du das verstanden hast. Das Wesentliche, das ist der, der mir jetzt zuhört. Und solange der, der mir zuhört, ein blindes Arschloch ist, ist das jemand, der mit was nicht einverstanden ist. Und es wird sich am Wesentlichen nichts verändern. Das heißt, sobald du jetzt den Heiko beobachtest und der ärgert sich, du bist der Beobachter. Und du willst jetzt den Heiko das abgewöhnen, weil du merkst, hey, ich mache mir das Leid selber, der Reizauslöser ist ja nicht schuld, das ist ja meine Interpretation, die schuld ist. Bleibst du auf der Ebene des blinden Arschlochs. Es wird an dem Wesentlichen, das Wesentliche ist ein blindes Arschloch, das mit den Sachen nicht einverstanden ist, nichts verändern. Wenn du das fertig bringst, mit einem, ich sag einmal, mit einem genügsamen Lächeln des Buddhas, den Heiko zu beobachten, wie er sich ärgert, ohne dass du Ja. denen das abgewöhnen willst, tritt der Heilungsprozess ein. Ich mache dann auch immer das Beispiel mit dem Führer. Wenn du einen Fehler im Führerscheinprüfungsbogen siehst, das lädt zum Beispiel Ärger, dann freust du dich, dass du den Fehler siehst und setzt dann Haken. Und du musst jetzt immer wieder schauen, wenn was passiert, dass da ein Reizauslöser ist, wo du dich ärgerst. Und das Problem ist, wärst du jetzt in einer Prüfung und wärst ein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, würdest du in dein inneres Gesicht ein Lächeln zaubern, weil du den Fehler sofort siehst. Das heißt, du bist immer noch auf der Ebene der blinden Arschlöcher. Das ist die Theorie und die Praxis vom ersten Mal hören. Das ist ein Prozess 15 bis 20 Jahre. Und da kann der Udo immer wieder sagen, der Reizauslöser ist einfach nur das Gefühl, entsteht durch die zwanghafte, nicht ahnen muss, durch die Interpretation einer Logik. Das macht das Gefühl. Und irgendwann einmal weißt du hast an meinem Heiko nichts zu verändern. Ich habe zu meiner Karin zum Beispiel schon mal gesagt, du kriegst das ja voll mit, ist ja voll da. Ich sage zu Karin immer wieder, du wirst schon mal sehen, wo du hinkommst, wenn du ständig an meiner Karin rumnörgelst. Die ist jetzt auch die letzten Jahre ziemlich auseinandergegangen, die ist halt so gern und halt typisch weiblich, wenn die in den Spiegel schaut oder was, die regt sich gnadenlos auf. Jetzt hat sie ihren Hans noch, der hier zweimal in der Woche ins Sportstudio geht, weil der total auf sportlich und auf Ding ist. Und ich sage immer wieder, das ändert nichts an dem. Da könnt du quälst dich nur, sei, lass es laufen und sei zufrieden, wie du bist. Ja. Das muss man, das ist ein Riesen, eine Selbstüberwindung, jetzt selbst. Ein Mechanismusüberwindung ist es. Aber der Witz ist, du musst es ja nicht abstellen. Die Verwandlung, kann ich nicht oft genug sagen, ist, dass du irgendwann mal immer mehr begreifst, dass du aufhörst, dich mit einem Gedanken von dir zu verwirren. Ich fühle dich zuerst einmal in einem ganz eigenartigen Bereich, der nicht gedacht werden kann. Und du hast immer keine esoterische Spinnerei, darum muss man das immer wieder wiederholen.